Heute habe ich mich dafür entschieden, dass wir uns mal den T110E5 anschauen, gespielt bzw. eingeschickt vom Horst Hobel. Vielen Dank an der Stelle. Und er ist nicht allein, nein, er fährt noch mit einem weiteren E5 und einem IS-4. Karte ist Charkov, also da gibt es ganz klar schlimmere Karten. Und das Matchmaking natürlich ist sehr angenehm, weil es gibt gar nicht so viele Zehner, nämlich so gesehen nur drei normale Kampfpanzer plus eine Arti, dann auch nur ein paar Neuner, drei Stück an der Zahl und dann schon ein lauter Achter, sogar Siebener und eine Sechser Arti. Also das ist ein Matchmaking, das nimmt man gerne mit dem Panzer. Und jetzt schauen wir mal, was er hier so imstande ist, damit zu leisten. Erstmal fahren die drei Jungs jetzt hier durch diese Straße. Normalerweise sieht man auch ganz häufig da jetzt hier eher links abbiegen und hier in diesem Bereich sich aufhalten, aber das machen sie nicht. Nee, sie machen erstmal diese Straße hier dicht. Dafür wäre es natürlich schön, wenn da jetzt ein Gegner kommt. Und da passiert hier erstmal noch nichts. Aber sie lassen sich hier nicht hetzen davon. Fahren jetzt in die Position, wo ich so gesehen eh selber auch immer mich aufhalte. Nämlich da hier rein. Da bin ich immer zu finden mit schweren Panzern. Und jetzt haben sie hier da dementsprechend Gegner. Und der FV, der bekommt gleich so einen Hit, dass er sogar angezündet wird. Automatischer Feuerlöscher verhindert hier Schlimmeres. Und da kriegt jetzt er nochmal eine drauf. Bleiben noch 74 Struktur. Aber hier kommen schon einige Jungs und Mädels vor. Der Oho zum Beispiel. Aber natürlich gegen den Zehner hat der Oho jetzt nicht so viele Vorteile auf seiner Seite. Aber hier ist schon was geboten. Er hat sich jetzt aber mal erst den FV gegönnt. Oh, da hält der Oho wieder rein, aber Schlimmeres war da Gott sei Dank zu verhindern. Und jetzt kriegt der Oho da auch final den letzten Schuss. Und jetzt hat der IS-4 das ja eben gut von hinten aufgeräumt, beschäftigt hier den IS-7 und da gab es keinen Schaden. Und der IS-4 macht es selber klar. Hinter sich haben sie jetzt da das Objekt und sie sind hier direkt gut beschäftigt. Also die drei haben hier Arbeit. So, das Objekt. Das wäre natürlich schön und wichtig zu umfahren. Aber auch hier kommt der IS-4 wieder gut von hinten und macht es da alles klar. So, Typ 62 und der Scorpion G. Ich muss immer aufpassen, weil zu Recht hat auch schon mal jemand gesagt, es ist kein Scorpion wie der Amerikaner, sondern der Skorpion, weil es ja der Deutsche ist. Also an dieser Stelle tut mir leid, aber es kann auch sein, dass er mir nach wie vor mal rausrutschen wird. So, der Typ 62 fährt hier rum wie so eine kleine Schmeißfliege, aber auch hier macht der IS-4 mal wieder einen guten Job. Auch da kommt er wieder schön aus der Schnittstelle. Der IS-4, der macht mir Spaß. Machen einen guten Job zu dritt hier, die Jungs. Aktuell 8 zu 11, also das Ergebnis spricht noch ganz klar für den Gegner, muss man einfach mal festhalten. Da ist die Arti offen. Und hier seitlich jetzt der Waffenträger, der prallt Gott sei Dank ab. So, jetzt guckt der Waffenträger wieder vor. Mittlerweile der IS-4 die Arti erledigt.
Oh, der E5 mittlerweile auch recht low. Kaum mehr Hitpoints. 390, also da muss er aufpassen. Der Scorpion, der kann den hier rausnehmen. Und der AMX 50-120 versucht die Jungs hier auch scheinbar zu umfahren. So, da ist die nächste Arti. Die IS-4 macht es mal wieder am liebsten von hinten. Aber diesmal kommt da die FV-Arti und entledigt sich dem IS-4. Er nimmt jetzt hier seines Zeichens die Arti raus. Die FV-Arti, die haut schon ab. Aber so leicht lässt er sich die nicht entgehen und bleibt da jetzt am Ball. Macht sie hier auf. Schaut ihm auch eigentlich tendenziell an, aber hat es jetzt nicht so überrissen, nicht nach links gezielt und dementsprechend konnte sie das dann leicht klären. Aber der Gegner ist noch gut aufgestellt. Der hat hier einen E50M, einen Waffenträger und einen AMX. Alles keine schlechten Panzer, die man so im Gefecht auf seiner Seite haben kann. So, Waffenträger kommt jetzt hier rum, nimmt jetzt hier den E5 raus und jetzt ist es ein 3-on-1, also 3 auf einen. Oder aus einer Sicht natürlich ein 1 vs. 3, ohne Frage. Auf Deutsch ein 1 gegen 3, falls die Englischhasser sich da gleich berufen fühlen. So, wo ist der Waffenträger? Da fährt er jetzt weg. Hätte HE eigentlich laden sollen. Waffenträger prädestiniert dafür. Und dann wäre er nämlich auch mittlerweile zerstört. Ah, jetzt hat er hier ein bisschen zu weit vorgehalten. Dementsprechend konnte er den leider nicht erledigen, weil er hätte da jetzt die perfekte Situation dafür gehabt. Jetzt fährt er ihm nach. Aber auch er weiß, er ist offen. So, jetzt vielleicht diesmal etwas entspannter gegen den Waffenträger. Jetzt muss er natürlich nur noch ums Eck kommen. Und da ist jetzt der AMX. Den nimmt er raus. Jetzt muss er ja schnell weg, weil der Waffenträger ihm natürlich in den Heck schießen kann. Hat er aber gut gemacht. Ich frage mich die ganze Zeit, wo der E50 bleibt, weil so lang und langsam ist er eigentlich auch nicht. Waffenträger war nicht mehr gesehen. Da ist er. Jetzt komm, schnell schießt. Ja, sehr gut. Nimmt den damit raus. Und jetzt nur noch der E50M, bei dem aber einfach nicht gewusst ist, wie viel HP er noch hat. Aber scheinbar ist der AFK. Das ist natürlich das Riesenglück. Auf Heinrich 9, da war er auch zuletzt gesehen. Ist die Frage, fahrt er da jetzt hin oder holt er sich hier den Cap und capt da einfach durch? In Anbetracht dessen, dass der ja auf einmal immer noch plötzlich wieder zurückkommen kann. Ah, sie schreiben Free 2050 HP. Also freie 2050 Erfahrung, die nimmt man natürlich doch gerne noch mit. Und das denkt er sich wahrscheinlich auch gerade. So, ja, nee, also wenn sie for free sind, dann nehme ich sie. Kostenlos nehme ich. Das ist so ein bisschen die deutsche Einstellung. Wenn es nichts kostet, dann nimmt man's. Und da fahrt er jetzt gerade hin. Ich gebe es ehrlich zu, ich hätte es nicht anders gemacht. Ich würde mir den auch holen. Aber eben ärgerlich, wenn der auf einmal dann doch da ist. Kann ja durchaus passieren, dass es einfach nur eine Finte ist. Deswegen bei sowas auch immer ein bisschen aufpassen. Aber wenn die Gegner sich so aufregen, dann kann man schon davon ausgehen, dass da irgendwo was dran ist. Da ist er. Und der bewegt nicht mal sein Türmchen. Also der ist definitiv AFK. Natürlich ärgerlich für den Gegner, weil einen vollen E50, den hätten sie bestens gebrauchen können. Und sind wir mal ehrlich, dann wäre auch die Runde für ihn hier nicht zu einem Sieg gekommen, sondern dann hätte er die Runde verloren. So, jetzt aber natürlich perfekt. So kann er das hier ganz entspannt runterschießen, so wie er es braucht. Und sammelt damit am Ende über 7619 Schaden. Und das Bemerkenswerteste, er hat von 22 abgefeuerten Schüssen auch wirklich 22 Durchschläge. Also die sind gut gezielt gewesen. Ja, mir hat's gefallen. Natürlich so ein AFKler hätte ich auch ganz gern, gebe ich ehrlich zu. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Alkaram.